Weil wir da das Hähnchen und das andere reinschmeißen. Den Grill brauchen wir mehrfach. Da müssten wir tatsächlich dann... Okay, also. Fangen wir an. Hähnchenschenkel. Einmal die Zerteilmaschine. Ein Roboter. Der Roboter zeigt auf die Hähnchenschenkel. Der Roboter schnappt sich ein Hähnchenschenkel, zerteilt es und legt es oben aufs Band für den Ofen. Dann schnappt er sich ein Hähnchenschenkel, zerteilt es und legt es auf den Grill. Dann wieder zurück zum Start. So, auf 15 aufgefüllt. Das heißt, der erledigt seinen Job relativ effizient. Der packt abwechselnd Hähnchen in den Ofen und auf den Grill. Er sollte dann da wahrscheinlich danach noch warten. So. Auf dem Ofen brauchen wir auch noch andere Sachen. Wir brauchen nämlich noch zwei Gegenstände. Nämlich einmal den hier und einmal den hier. Ein weiterer Roboter wird die einfach nur entsprechend nehmen, drauflegen. Nehmen, drauflegen. So. Und dann wird er warten und zum Start zurückkehren und nochmal warten. So. Das heißt, wenn wir das abspielen... Oh. Ja. Hätte ich mir denken können, dass der Roboter hier 1, 2, 3 1, 2 Was? Nochmal, Playpause. Ex. Ja. Die simpelsten Anfängerfehler. Nehmen. Nehmen. So. Ja. So. Gut. Fällt mir wieder das Licht hier runter. Guck mal hier. Ich kann euch mal zeigen, das Licht hier, das habe ich neu. Nein, jetzt fällt mir der Controller runter. So, wer hätte es gedacht, wir müssen mal ein bisschen nachsynchronisieren, aber Vergangenheits-TBM muss das machen. Die Facecam läuft wieder. Ich habe Glück gehabt, dass ich das gerade gesehen habe, weil die Festplatte war gerade erst vollgelaufen. Also noch nicht so lang her. Da fehlt halt wahrscheinlich nur ein paar Sekunden. Hoffe ich doch mal. So, gut. Eigentlich bräuchte das Programm auch so eine Warnfunktion, aber egal. Also, wo waren wir? Genau, nachdem wir das helle Licht beseitigt hatten, haben wir hier einmal den Typen das machen lassen, hier mit dem Grill. So. Wir brauchen noch einen Typen, der Tomaten püriert. Pürierte Tomaten gehören auf den Grill. Das heißt, den müssten wir am besten hier hinbauen. Nehmen wir die Conveyor Belts mal weg. Und stellen hier mal einen Roboter hin. Hier tun wir... Moment, was ist das denn? Das rote Zeug kann ich so nehmen? Achso, ja, stimmt. Das rote Zeug kann ich ja so nehmen, aber Tomaten nicht. Tomaten, hier einmal den Mixer. So. Zack, der Roboter zeigt standardmäßig auf die Tomate. Programm editieren, einmal Tomate nehmen, einmal den Mixer tun. Warten. Sache aus dem Mixer nehmen, umdrehen und darauf schmeißen. Und dann warten und zur Ausgangsposition zurück. So, das heißt, Tomaten haben wir auch auf dem Grill. Der schmeißt allerdings in jedem Durchlauf Tomaten auf den Grill. Wir brauchen beim zweiten Durchlauf keine Tomaten auf den Grill. Stattdessen muss da zwar die rote Soße drauf. Okay, die rote Soße muss eigentlich überall drauf. Die muss zweimal auf den Grill. Das heißt, der Roboter, der da oben ist, der hier... Ja, eigentlich müsste man... Nee, das muss man überarbeiten. Den Roboter müssen wir verschieben. Der muss dahin. Die Tomate muss dahin. Und dessen Programm editieren wir einfach nochmal und löschen es. So. Standardmäßig guckt der Roboter jetzt nach unten zur Tomate. So, schnapp dir die Tomate, tu sie in den Mixer. Warte. Nimm die Tomate aus dem Mixer, tu sie auf den Belt. Und warte. Kehre zum Anfang zurück. Fertig. So, der schnappt sich jetzt eine Tomate. Er müsste dann beim zweiten Durchlauf warten. Das heißt, ja, 17. Machen wir nochmal 34 draus. So, beim zweiten Durchlauf brauchen wir nämlich keine pürierte Tomate in dem Grill. Der Typ macht immer abwechselnd beides. Der ist dabei aber recht schnell sogar.
Der hier tut das da drauf. Mit dem Ofen. Ah, das muss dann auf den... ist das kompliziert. Das muss dann auf den Grill geschmissen werden. Eigentlich müssten wir uns so Stationen bauen. Nur dadurch, dass der Grill mehrfach verwendet wird, schmeißt man vieles auf den Grill. Ah, nein. Ich glaube, das muss ich nochmal alles löschen. Der Grill ist ja quasi der Punkt, der mehrfach verwendet wird. Der Ofen und die Pfanne werden nur einmal verwendet. Genauso wie alles andere. Das heißt, erst machen wir... Wir bereiten erstmal alles zu. So, der Roboter, der Schnetzler. So, der Roboter schnetzelt hier einfach nur Fleisch. Dann brauchen wir was, dann brauchen wir Tomate. Tomate, noch ein Roboter und ein Mixer. So, was macht der Nächste? Dann brauchen wir einmal die Milch. Ich sage immer Milch. Ich weiß nicht, ob das Wasser ist. Brauchen wir hier einmal dieses komische Zeug und ein weiterer Roboter. So, dann hätten wir Milch. Dann brauchen wir Zitrone. Zitrone, dann einmal die Zitronenpresse und einen weiteren Roboter. So, dann haben wir Folgendes. Wir haben das Hähnchen. Wir haben die Tomate. Wir haben die, ich sag mal Milch. Wir haben die Zitrone. Dann haben wir eigentlich alles. Das heißt, jetzt werden die Roboter programmiert. Der schnappt sich ein Hähnchen und macht es kaputt. Dann dreht er sich um, schnappt sich ein Hähnchen, dreht sich um und macht es kaputt. Ja. Und wieder zurück zum Start. Und das ist eigentlich das, was er tut. Und dann erhöhen wir das einfach mal auf, keine Ahnung, sagen wir 50. So, das sollte reichen. Der hier macht nichts anderes, außer sich eine Tomate zu schnappen, umzudrehen, pürieren. So, Tomate ist püriert. Das heißt, wir brauchen pürierte Tomate, brauchen wir auch zweimal. Er dreht sich wieder um, schnappt sich wieder eine Tomate, dreht sich wieder um, püriert sie. Zurück zum Start. Haufenweise warten. Ich glaube, die haufenweise Warten-Dinger müsste ich dann auch noch umbauen. So, dritter Roboter. Der nimmt sich die Milch. Packt sie da in das Zeug rein, dreht sich wieder um. Während dieser zwei Wartezeiten Milch brauchen wir nur einmal. Das heißt, löschen wir die mal, zurück zum Start. Halt, löschen, warten, zurück zum Start und warten. So. Ja, wir gehen der Reihe nach vor. Vor allem könnten wir die ersten beiden Roboter könnten wir linken. Die machen genau das Gleiche. Den hier können wir verlinken mit dem hier. Die machen beide exakt das Gleiche. Action, zweimal drehen, Action, zweimal drehen, Action, zweimal drehen, Action, zweimal drehen. Der hier macht wiederum was anderes. Der muss nämlich interagieren. Das heißt, der nimmt eine Zitrone, dreht sich um, presst sie, interagiert damit. So. Wartet. Zitronensaft brauchen wir nämlich auch nur einmal. Jetzt zurück zum Start und wartet. So. So. Okay, gut. Dann haben wir die vier schon mal programmiert. Das heißt, wir brauchen einen Roboter, der den Scheiß hier einsammelt und auf den Conveyor-Belt schmeißt. Ja. Ich hätte jetzt gerne zwei Conveyor-Belts, auf die Roboter das schmeißen können, aber dann würden sich die Roboter in die Quere kommen. Also, wir haben gechopptes Hähnchen und wir brauchen jemanden, der das zusammen mit Soße und Dip in den Ofen schmeißt. Ein anderer Roboter muss das auf den Grill schmeißen. Und zwar Soße plus Wasser plus Tomate. Tomate ist hier. Ja gut. Ich kann hier natürlich ein Conveyor-Belt hinmachen. Der dann nach unten fährt. Und hier unten ist der Grill. Ah, ein weiter nach unten geht's nicht. Das heißt, löschen. Hier den Grill hin. Hier den Ofen hin und hier die Pfanne hin. Das heißt, hier brauchen wir einen zweiten Roboter, der die Zutaten einsammelt und auf die Dinger da unten verteilt. Und zwar sollte er das möglichst schnell machen, denn ein Hähnchenteil kommt auf den Grill und eins in den Ofen. Da ist der Roboter.
Programm. Warten. Warten, warten, warten. Einmal nehmen, umdrehen, reintun. Umdrehen, nehmen, rübergehen, reintun. So, jetzt habe ich Hähnchen in beiden. Jetzt brauche ich noch, Zusatzutensilien in dem Ofen. Die kriege ich aber nicht von hier. Die müsste ein anderer Roboter mir auf den Conveyor-Belt schmeißen, der in den Ofen geht. So, Tomaten aus dem Mixer habe ich... Moment, geschnibbelt und geschnibbelt habe ich beides. Dann Tomate aus dem Mixer brauche ich wo? Brauche ich auf dem Grill. Und auf der Pfanne später. Ah, die Tomaten auf dem Mixer hat keiner eingesammelt. Das heißt, einmal einsammeln, einmal auf den Grill. Zweimal einsammeln, einmal auf die Pfanne. So. Ist das kompliziert. Vor allen Dingen dieses Multilayer-Denken. Weil ich nämlich den Roboter hier jetzt anweisen muss, ein paar Delays einzubauen. Weil der nämlich nicht am Anfang zu Rande kommt, sondern der muss am Anfang warten. Weil, wie ihr seht, schnappe ich mir den Grill, den Grill. Ah, das macht er mit dem Parallel, ja. Bläh, bläh, das ist ja doof. Das ist doof, wenn die das parallel machen. Ich spare ja natürlich Zyklen. Aber an und für sich, wenn ich jetzt den hier warten lasse. Also er schnappt sich das erste Gechoppte und dann schnappt er sich das zweite Gechoppte. Ja, ich kann die eigentlich nicht verlinken. Das ist das Problem. Ich muss diesen dämlichen Link wieder entfernen.